Tja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 und ich war vorhin wieder fleißig. Also in-game war ich gestern fleißig, habe zwei Bäume weggepackt wieder. Also hier in der Gegend zwei Bäume umgehauen, auch das waren durchaus große. Zweimal musste ich fahren, Holz wegbringen, sodass der Wald hier weiter wegkommt. Jetzt kommen nämlich hier demnächst ein paar kleinere, die kann ich einfach so zu unserer Möbelfabrik da zerren. Ja, ist noch einige. Aber das haben wir. Und jetzt wollen wir ja Rasen mähen. Also hier will ich ja noch ein bisschen die Fläche so kurz machen. So wie da. Eventuell auch mal asphaltieren. Weiß ich noch nicht genau. Aber das wird eigentlich noch Bauernhoffläche sein hier. Und bevor ich das mache, möchte ich das Gras quasi ernten. Und dazu brauche ich natürlich entsprechende Mähwerkzeuge, ne? Ich möchte erstmal Gras hier reinpacken. Das kann ich dann zu Silage verarbeiten oder direkt verfüttern. Na, und einen anderen Teil später werde ich dann wenden und zu Heu trocknen. Ja. Würde ich sagen, erstmal gucken wir nach, wie die Preise sind. Also für Mähwerkzeuge nehme ich immer ganz gerne. Wo haben wir das Zeug? Hier. Den hier nehme ich immer ganz gerne. 9,5, den könnte ich gleich kaufen. Weil ich habe ja ein bisschen was gekriegt. Aber dann kann ich den Schwader nicht mehr kaufen, ne? Das passt einfach nicht. Ja. 9,5. Den braucht man ja sowieso immer wieder. Ganz besonders, wenn ich später mal Tiere habe, Kühe habe, muss ich immer wieder mal Gras mähen. Deswegen kaufe ich den. Und dann brauche ich natürlich auch noch auf jeden Fall einen Schwader. Damit ich dann... Ach, und einen Ladewagen später. Gut, den kann man auch mieten. Ich gucke aber erstmal, was der kostet. 3000 habe ich nur noch. Das ist überhaupt nichts. Ich brauche ja einen Ladewagen auch noch. Das hatte ich jetzt gar nicht so wirklich am Zettel. Überladewagen nicht. Ladewagen. Was kostet der kleinste? 30.000. Was kostet der zu mieten? 1,5. 15,55. Das muss ich mir merken. Die sollte ich überbehalten. Notfalls muss ich noch ein bisschen Holz verkaufen. Ja, damit kann ich so meine Sachen doch ganz gut finanzieren, ne? So, wenn da nicht Schwader. Wender kommt später. Hier, der Kleine, der kostet 5.000. Der ist gar nicht so teuer. Vielleicht sollte ich den, anstatt dass ich den miete, direkt zusehen, dass ich den kaufe, oder? Was kostet der zur Miete? Ja, gar nichts. Ja, miete ich den erst. Dann kann ich nämlich auch einen Ladewagen schon mieten, ne? So. Ja, dann kann ich den Ladewagen auch mieten nachher. Dann holen wir das Zeug und dann wird gemäht. Ja, so langsam kommen wir doch in Tritt, oder? Dass das nicht schnell geht, war ja klar. Aber deswegen ist ja die Map so gemacht. Und deswegen habe ich ja bei Null angefangen und gibt auch keine Lohnaufträge, damit das richtig schön peu à peu man sich das aufbauen kann. So. Drei Palettskis. Ach, ich wollte noch mal nach den Preisen gucken. Ich habe ja auch geschlafen vorhin. Wir haben jetzt Mitte Mai. Auch die Erntezeit rückt langsam näher. Ja. Auch Stroh muss ich einlagern. Ich kann also nicht die Ernte jetzt komplett verticken. Ich muss auch ein bisschen was zurückhalten. Ja. Hafer habe ich ja angebaut, weil später in der Getreidemühle der Hafer am meisten Mehl abwirft. Deswegen war das Hafer. Was vielleicht auch schon mal so allmählich ins Auge gefasst werden könnte von mir, wäre das Nachbargrundstück kaufen, das erste. 85.000 kosten die alle. Und zwar das neben dem Haferfeld. Dann könnte ich das Feld nämlich da entweder noch eins dran machen oder das nochmal deutlich vergrößern. Am besten vorher die ganze Wiese abmähen. Dann wäre was, ne? Das wäre schon gar nicht mal so übel. Ach, diese Strecke fahren immer. Mit dieser kleinen Knattertüte hier. Es werden Wetten angenommen. In welcher Folge werde ich endlich einen größeren Trecker kaufen?
Also ich weiß es nicht, aber ich fürchte, das wird eine dreistellige Folgennummer sein. Tja. Schauen wir mal. Jetzt wird erstmal gemäht. Der Mäher gekauft. Der kleine Schwader gemietet. Weil ich, wenn ich einen Schwader kaufe, würde ich vielleicht einen etwas breiteren nehmen. Das ist ja wirklich alles so das kleinste Zeug. Gut, es gibt noch einen kleineren Mähvorsatz. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie das eigentlich ist. Hä? Das ist die falsche Seite. Der kommt zur anderen Seite, oder? Sieht komisch aus. Werde ich ja sehen. Ah, da habe ich mich verschätzt. Da geht nicht. Aber der wirft doch eigentlich nach rechts. Moment, das versuche ich lieber nochmal. Nicht, dass ich hier jetzt stundenlang um das Gerät rumgurk. Ich meine, der wirft das nach rechts. Nee, tatsächlich, andere Seite. Dann wirft der das nach links. Ja, okay, von mir aus, dann ist das so. Ich meine, der andere größere Schwader, den ich sonst schon mal früher benutzt hatte, der hätte zur anderen Seite geworfen. Das sieht man an dem schwarzen Schild da. Da schmeißt er ja das Gras gegen, damit er da auf so einem Haufen bleibt. Ja, gut. Ist das so? Dann wollen wir mal. Ach ja. Und wieder das Streckchen fahren. Ist ja gut animiert mit diesen Folien, ne? Die da so ein bisschen im Wind wabbern. Aber es sieht immer so ein bisschen aus wie unter Wasser. Ne? Ist mir auch in anderen Spielen schon öfter aufgefallen, dass manche Pflanzen, wenn die so im Wind sich ein bisschen bewegen sollen, dass sie immer so einen Wellenschlag haben. Das sieht dann aus wie, ja, küstennahes Unterwassergewächs, was so ein bisschen mit der Brandung sich bewegt, ne? Aber gut, gibt Schlimmeres. Ach ja. Auf der Autobahn. Da da di da 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 di da da. Naja, Autobahn ist jetzt nicht ganz. 41 km/h auf der Autobahn, das wär's doch. Aber schön ist, dass das Großteil der Map ist völlig unberührt. Da kann man noch so viel machen und Felder anlegen. Finde ich richtig gut, dass man den von vornherein komplett gestalten und aufbauen kann. Aber dauert ja ewig. Aber wenn alles so langsam läuft, wie hier diese Schreinerei, dann sind wir am Arsch. Und zwar sowas von. Naja. Ja, hier kann man eigentlich noch ganz gut durchfahren. Wenn hier aber Paletten stehen, ist es eng. So, dann wollen wir mal. Hier wollte ich eigentlich das Mähen anfangen. Von hier bis zum Feld, vielleicht auch mal so ein Stück weit um das Feld rum. Da. So habe ich mir das gedacht. Da finde ich vielleicht auch noch so den ein oder anderen, ich fange von der anderen Seite an, ne? Oder? Ja, nee, kann ich ja hier anfangen. So. Flecken, wo nichts wächst. So, mal gucken jetzt. Ausklappen. Kann der nur da? Dann runterklappen. Kann ich auch schon einschalten und jetzt vorne runter und an, auf geht's. Aber ich glaube, ich fahre am besten vorwärts. Ich glaube, das ist effektiver. Da macht er so ein winziges Schwaderchen. Klar, ist jetzt nicht das Allerergiebigste hier, aber... Am besten mähe ich den Weizen nicht. Ich glaube, das kommt irgendwie nicht gut.
aus, aus. So. Und dann drehe ich mich nämlich um. Ja. Nee, andersrum. Da muss ich aber ein Stück da reinfahren. Aber ja gut. Ist ja nicht so schlimm. So. Ja, die Produktion von den Folgen hier gestaltet sich langatmig. Also weil ich ja auch immer zwischen den Folgen ein bisschen weitermache, damit ihr nicht 40 Folgen Rasenmähen seht und danach 40 Folgen Baumstämme auf den Anhänger verladen und dann 40 Folgen Acker anlegen oder so. Deswegen, also das ist... So, jetzt muss ich nach vorne. Ich muss erst vorne anmachen. So würde ich sagen. Ja. Alles klar. Dann schmeißt er das nämlich auf quasi denselben Schwader drauf. So. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt hier. Genau. Bisschen mit System und überlegt das Ganze, damit ich vernünftig geradlinige Schwaden habe am Ende, die ich dann mit dem Sammelwagen besser auch aufsammeln kann. Einmal um Stonehenge rum. Ja, hier werde ich vielleicht auch noch mähen, muss ich mal gucken. Also es ist im Moment tatsächlich so, mit den Zwischenarbeiten, die ich mir da immer auferlege... Oh, das ist jetzt doof eng hier. Schaffe ich so zwei. Und wenn ich wirklich den ganzen Tag bis spät in die Nacht oder so arbeite, schaffe ich drei Folgen zu produzieren an einem Tag höchstens. Also das ist ganz schön heftig. Macht aber einen Heidenspaß, das muss ich sagen. So, mal gucken, ob das jetzt hier so... Ich möchte nämlich den Schwaden hier ein Stück weg vom Feldrand haben, sondern nicht so in dem Feld drin. Deswegen mache ich das auf jeden Fall so rum. So. Das geht auch, glaube ich, bis ziemlich an den Rand, ne? Oh, jetzt habe ich hier so eine Macke. Ist egal, da fahre ich einfach drüber. Ich glaube, der mäht aber nichts von dem Weizen weg. Er geht ja noch weiter. Wie weit lässt er mich? Ah, da ist Schluss. So, dann kann ich ja hier ganz bequem umdrehen. Soll er doch meckern. So, und zurück geht das Ganze. Ja... vorbei. Ja, geht noch. Geht noch. So, da wollte ich aber nicht. Ist hier nämlich das gleiche Problem. Dass ich da das nicht in das Feld reinschieben will, das abgemähte Gras. Deswegen fangen wir auch von da hinten an. Ja, hier so, ne? Ja, ich fange hier einfach an. So. Am Hafer vorbei, der auch schon ja bald soweit sein soll. Ich wollte noch nach Reisen gucken.
mache ich gleich mal. Mal gespannt, wie sich die Preise für diese, für die Möbel entwickeln. So. Und zurück. Gut, da sieht die Fruchtzerstörung aus. Sonst hätte ich mir schon die Hälfte platt gefahren hier. Ich kann das gut. So, vorne erst. Nur ein bisschen aufpassen, dass ich erst vorne anmache jetzt. So. Ich glaube, da komme ich dann ganz gut in Tritt. Das wächst ja auch immer wieder nach. So ist das nicht. Aber es ist nicht so effektiv und nicht so ertragreich, als wenn man jetzt wirklich ein Feld anlegt und da ordentlich Gras mäht und düngt. Da kommt mehr bei rum. Ne? Ja, ja, das kann einen ganz schön aufhalten. Aber jetzt, gerade beim ersten Mal, müsst ihr ein Stück weit mit. Das ist so. Hier ist ja der Weg, da ist ja auch nicht so viel. Ab da, du Krähe, sonst habe ich dich gleich hier eingefräst. Da kenne ich nichts, da bin ich schmerzfrei. Schmeckt aber den Kühen da nicht so wirklich, wenn da so ein bisschen Proteine mit drin sind. So. Gut. Hab nur so ein Streifchen stehen hier, habe ich gesehen, ne? Ach, der ist jetzt egal hier, der kleine Streifen. Aber der Vollständigkeit halber nehmen wir den mit weg. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich hier um den Brunnen entsprechend gut rumkomme. Und hier wieder. Ja. Gut. Nächste Reihe. Dann ist das auch vernünftig mit dem Ladewagen einzeln. Früher habe ich so eine Spirale gemacht. Da bin ich immer außen rum gefahren und dann wie so eine Schnecke in die Mitte. Kann man auch machen. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, so ist das doch ein bisschen besser. Auch wenn das so ein bisschen länger dauert. So, die Ecke lasse ich jetzt hier erstmal stehen. Das ist sowieso blödsinnig, da jetzt sich da rumzufummeln. Einmal zurück kann ich ja noch. Ja, das passt ja. Das mache ich auch. Ja, einmal zurück. Also noch eine Runde. Wie auf der Kirmes hier. Noch eine Runde. Ja, so mache ich. So. Könnte ein bisschen schwierig sein, mit dem Sammelwagen so nah an den Brunnen rankommen. Boah, nee, das geht noch. Funktioniert mal, aber hier mit dem... Geht noch ein Stück? Schluss ist.
Ja, da mache ich dann erstmal bei Little Stonehenge. Ah, ne, ist ja nicht Little Stonehenge. Wie soll man das denn nennen da? Rocky Mountain oder Mount Everest für Arme. Wie auch immer. Hier mache ich jetzt eine Reihe vorbei, ein Stück. Also diese kleinen Öpselchen, ich weiß nicht, ob ich die da auch noch mitnehme. Mal gucken. Ich bin so still, ich muss mich konzentrieren, dass ich hier die richtigen Knöpfe drücke. Ist kein Witz. So. Das habe ich falsch gemacht, ne? Aus. Aus. So wollte ich das haben. Genau. Und jetzt da hinten. Ja, das wird schwierig. Dann machen wir das so. Und dann von hier aus. So ist das in Ordnung. Ich mach dann mal weiter. Das war falsch. Den an, den aus erstmal. So. Was ist das Problem? Macht er das? Ja, er macht's, er macht's. So, das sollte eigentlich erstmal reichen, würde ich sagen. Das muss ich erstmal sammeln. Das heißt also, den hoch, wegklappen, hinten auch. Und jetzt erstmal den Sammelwagen holen und alles einsammeln. Ja, das machen wir so. Stelle ich das denn ab? Ob. Ja, da vorne am Abstellfeld, würde ich sagen. Einmal hier. Zack.
So. Alles klar. Na. Und jetzt holen wir den Sammelwagen. Den kann ich ja mieten, ne? Von dem Geld, was ich noch habe. Und dann wird eingesammelt. Und dann haben wir das erste Gras im Silo. Oh, hier stehen 4 Paletten. Ach, ich wollte nach dem Preis gucken. Das mache ich gleich auf jeden Fall. Mal gucken, wie das mit der Folgenlänge ist. Ich habe jetzt versäumt zu gucken, wo ich angefangen habe, da mit dem Schnellvorlauf. Da kann ich jetzt schlecht sehen, je nachdem, ob ich 5-fach oder 10-fach mache. Kann sein, dass die Folge jetzt eine außergewöhnliche Länge kriegt, dass die vielleicht mal ein paar Minuten kürzer ist, also eine knappe halbe Stunde geht oder ein bisschen länger geht. Das kann ich jetzt schlecht abschätzen, weil ich mir das nicht gemerkt habe gerade. Naja. Ist egal. Den ganzen Tag bin ich jetzt schon wieder hier dran. Also den realen Tag. Für 2 Folgen. 2. Ganzen Tag. Aber macht nichts. Für euch mache ich alles. Passt. Nicht. Ja. Vorhin klingelte noch so ein Honsel hier. Von der Telekom. Der hat mir erzählt, ja, hier im Haus und in der Umgebung in den Häusern wird demnächst was umgestellt, haben sich ja mitgekriegt, die Schwankungen im Internet und so, wird was umgestellt, hängen alle an einer alten Leitung, jetzt gibt es eine neue, muss ich mal ihren Router sehen, ah ja, der, ja, wird umgestellt, da kriegen sie einen neuen und das geht alles, kostet gar nichts, nur ihr Vertrag wird gekündigt, wird ein neuer gemacht. Ich sage, ist ja interessant. So richtig typisch, ne? Das ist ja total interessant. Seit 6, 7, 8 Jahren wird hier alle paar Wochen was umgestellt. Und nie reagiere ich. Und passiert irgendwie nichts. Ist schon eigenartig, ne? Hau bloß ab, ey. Mann. So. Motor können wir ausmachen so lange. Jetzt gucken wir mal hier. Den Ladewagen, den kleinsten, habe ich gesagt, ne? Der reicht erstmal zum Mieten. Kaufen würde ich wahrscheinlich den hier oder später den hier. Muss ich mal gucken. Aber jetzt erstmal billig, billig. Mieten wir den kleinen für 1,55. So. Und da ist das gute Stück. Und wir müssen den ganzen Mist auch noch aufsammeln. Gut. Geht los. Träume ich noch von der Strecke hier. Die meisten fahre ich ja alleine. Ein Traum von Strecke. Bleib auf dem Weg. Das ist schwierig, so die Kameraposition zu verändern und trotzdem gerade zu fahren. Also mir fällt sowas eben. Schwer ist die Straße gerade breit genug für. Nicht ganz, aber annähernd. Ja, ja. Pöttinger, wie heißt der Boss? Naja, für Boss ist ein bisschen mit, oder? Ich hätte auch den großen Boss genannt. Ja, jetzt haben wir Mitte Mai. Es ist auch schon mittags. Morgen ist Ende Mai. Und dann sollte ich vielleicht auch mal kontrollieren, ob genug Wasser überall ist bei den Gewächshäusern und den Gemüsegärten. 4 mal Möbel.
Jetzt gucke ich aber eben nach dem Preis. Also, Salatpreis und Möbelpreis gucken wir. Salat, der ist ein bisschen schwach, aber er geht nach oben. Und Möbel, ah, der hat über 6.000 und steigt weiter. Das wird tatsächlich wohl hier sein, dass ich im Juli die Möbel verkaufe. Jetzt haben wir Mai, bald haben wir Ende Mai, den Juni noch. Achso, dann wollte ich mal eben gucken hier. Ich habe ja Hafer, auch erst ab Juli. Hafer und Weizen, beides ab Juli. Im Juli ist nur Gerste dran zu ernten. Da müssen wir auch gucken, ob das auch schon fertig ist. Wenn ich das später, kann auch sein, dass das im August möglich ist. Müssen wir mal sehen. Ja. Ach, und dann wollte ich eben gucken, Hackschnitzel, ne? 296 Liter. Wann habe ich das eigentlich aufgestellt im Monat? War das noch August oder September? August oder September, glaube ich, war das. Da habe ich das Ding aufgestellt. Und bis jetzt, dreiviertel Jahr, noch nicht ein Palettchen mit Hackschnitzel hingekriegt. Das wären 24.000 hier, ne? Die vier Paletten. Und wie viel Möbel hat er schon wieder? 7 Liter, also nix. Dann ist das noch ganz frisch, das Palettchen da. Ja. Jut, jut. Naja, hat sich aber schon einiges verändert hier, ne? Es sieht ein bisschen urbaner aus, ein bisschen belebter, ein bisschen kultivierter. Nicht unbedingt schöner, aber hier hat sich schon was getan. In dem knappen Jahr, ja, drei Viertel, ne? Ist das her. So, also erstmal runterfahren und einschalten. Da ist jetzt hier ein bisschen blöd. Kriege ich die beide? Muss ich mal gucken. Wenn ich so in der Mitte fahre, der sammelt nämlich recht breit. Ich glaube, das klappt. Jawohl. So, dann sammeln wir ein hier den Krempel. Das sollte ja eigentlich ein bisschen flotter gehen, ne? Als das Mähen. Hat eine ganze Weile gedauert. Ich weiß nicht, wie lange. Ich denke mal so 20 Minuten, halbe Stunde habe ich da jetzt dran rumgemäht. Das kann man schneller machen, aber dann hat man die Schwaden so durcheinander liegen und so Flecken überall und dann dauert es am Ende beim Einsammeln länger. Also eigentlich Jacke wie Hose. Hier bin ich echt nah dran an Little Stonehenge. Ah, 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 komm. Nee, den kriege ich nicht ganz, ne? Ja, muss ich später nochmal versuchen. So. Macht aber auch nichts, wenn man so ein Ötzelchen liegen bleibt. Jetzt muss ich dann nochmal mit dem Schwader in die Nähe und ziehe da raus. Hier kann es sein, dass ich hinten nicht alles aufsammeln kann, weil das ist ja manchmal so, dass man ein bisschen weiter machen kann, als man Zugriff hat und eine andere Maschine dann beim Sammeln da nicht absammeln kann. Würde mich also nicht wundern, wenn hier hinten jetzt was liegen bliebe. Ja, ne, hat er bis zum Schluss fast. Ich habe auch schon so eine Ahnung, welcher von den kleinen Bäumen gleich als erstes wegkommt. Na, 60% voll ist die Karre schon, ja. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt nächste Mal eine Fläche mähe, dann werde ich nicht den Schwader nehmen, sondern erstmal den Wender und das zu Heu machen, damit wir da so ein bisschen von jedem was auf Lager haben. So. Jetzt erstmal hier die Strecke fahren. So. Bisschen rüber. Aber ich habe da übrigens noch so einen Stumpel gefunden, deswegen steht da auch noch so ein Büschel. Da kommen wir jetzt, glaube ich, gleich hin. Prozent, der ist gleich voll. Na, ist doch gut so. Hier die Ötzelchen noch aufsammeln. Ja, in den ganz kleinen, da geht nicht viel rein. Ne? Was sind das?
16.000 Liter oder so, das ist nichts. In dem größeren, etwas größeren, den habe ich ja in meinem anderen Spielstand, da gehen 23.000 rein. Das ist schon ein bisschen mehr. Ich meine, hier bei so kleineren Flächen ist das noch kein Thema, vor allen Dingen, wenn das Silo in der Nähe steht. Aber wenn man jetzt eine richtig große Grasfläche hat und die ein Stück weiter weg ist, dass man ein Stück weit fahren muss, bis zum Silo oder so, dann kann das schon ganz schön nervig sein. Also, dann ist man mit einem größeren Sammelwagen echt gut beraten. So. Und jetzt kippen wir das erste Gras ins Silo. Hurra! Und Multisilo nimmt das an. Na, wenn man jetzt ein Standard-Silo hat, das sage ich jetzt auch für die Leute, die vielleicht mit dem Spiel anfangen wollen und so ein bisschen auch vielleicht sich daran orientieren, was ich hier mache. Normales Silo, da kann man kein Gras reintun. Das muss man in die Scheune packen. Aber ich glaube, Scheune geht auch nicht, ne? Das geht ins Fahrsilo oder man macht es zu Heu und kann Heu in die Scheune packen. Na, wenn man jetzt also Gras ins Silo packen will, so wie ich jetzt hier, dann muss man so ein Multisilo haben. Multi heißt aber Multifruchtarten, da geht dann auch Gras und Heu und Stroh sowas rein. Die gibt es aber nicht standardmäßig, sondern nur als Mod. Die muss man sich aus dem Modhub holen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das Silo hier, dieses Mod ist noch ganz neu, von der Omatana spielt. Und das ist wahrscheinlich noch nicht in dem offiziellen Modhub, das muss ja erst geprüft werden. Aber auf ihrer Seite, auch da, wo ich ja mal in der Folge, war das Folge 4 oder 5, keine Ahnung, wo ich dieses Häuschen vorgestellt habe, da in der Nähe ist auch, sind auch die Links, also die Mods downzuladen. Oder man wartet einfach, bis die ins Hub kommen, aber das kann natürlich dauern. So, erste Gras ist drin. Und dann können wir weiter sammeln. Wo waren wir denn aufgehört? Da vorne. Ja, hier sieht man jetzt links. Da hat er ein bisschen geholpert. Kann man das sehen? Hier direkt im Vordergrund. Da ist nämlich noch so ein Baumstumpen, den ich nicht gesehen habe in dem Gras. Na, ich sag ja, beim Mähen finde ich die dann schon. Runter, anmachen, auf geht's. So. Ach, lass ankommen. Ich fahr einmal rum hier. Der sammelt ja jetzt hier noch kein Weizen ein. Das ignoriert er ja einfach. Ist ja auch so, wenn ich ein Helmchen Gras eingesammelt habe hier irgendwo damit und will dann Heu damit einsammeln mit dem Sammelwagen, macht er das nicht. Das, was einmal drin ist, das bleibt. Da muss ich erst den ganz ausleeren, jedes, das letzte Grashalm ausleeren, damit ich dann sagen kann, jetzt heuen. Da muss ich darauf achten, dass das erste, was der sammelt, Heu ist. Dann bleibt er gesperrt für Heu, bis der wieder ganz geleert ist. Ist eine gute Methode, muss man nur erstmal wissen, sonst wundert man sich. Na, er hat vielleicht unten stehen 0%, aber 2 Liter Gras, dann kann ich kein Heu damit sammeln. Das muss auf 0 stehen. Ja, ich meine, manch einer, hier der Sascha zum Beispiel, der überlegt ja noch, sich das Spiel vielleicht mal zuzulegen. Und ich glaube, das hat er auch noch nie gespielt. Dann sind das so Kleinigkeiten, die nice to know sind. Wo ist er? Ich verpasse den fast immer. Wo ist er denn? Das ärgert mich, wenn ich da... Er kommt auch nur alle paar Tage. Ich glaube, es ist jetzt das zweite oder dritte Mal, dass ich den hier sehe. Aber ich muss ja gucken, ne? Wie so ein Kind. Oh, als Kind sind wir jedem Blaulicht hinterhergerannt. Ne, wenn irgendwo Tatütata war, dann sind wir durch die Gegend gerannt und wollten das sehen und wollten mal gucken, was passiert ist. Das kam ja auch nur alle paar Wochen mal vor. Jetzt, wenn man das jetzt machen würde, dann würde man innerhalb von 2 Stunden 12 Mal den Polizei oder Feuerwehr oder Krankenwagen hinterherhechten. Das wäre... Man hätte nach 3 Wochen könnte man an der Olympiade teilnehmen. Ja, jetzt seid ihr dabei geblieben. Ich habe überlegt, ob ich hier auch nochmal Schnellvorlauf mache oder so. Ich denke mal, so nach meinem Gefühl, würde ich sagen, Folgenzeit ist soweit um.
wie gesagt, das kann ich jetzt nur so ungefähr abschätzen, weil ich da nicht so oft geachtet habe. Das kann also sein, dass sie ein bisschen kürzer ist als sonst oder ein bisschen länger, wie auch immer. Ich mache bis als Hausaufgabe bis zur nächsten Folge, sammle ich das ganze Gras hier noch ein, was hier rumliegt, und hau auch wieder ein, zwei Bäume rum und verkaufe das Holz. Und dann sehen wir uns wieder Ende Mai, denke ich mal, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da und auch gerne die Kommentare. Da bin ich immer ganz gespannt drauf. Das ist für mich immer echt ein Highlight und ein Fest, die Kommentare zu lesen. Freue mich darüber, dass durchaus reges Interesse besteht bis jetzt. Also bis jetzt war es so, dass da durchaus Interesse besteht an meinen Videos, und da macht mir das auch umso mehr Spaß. Und dafür muss ich mich auch immer wieder mal bedanken. Also das ist eine ganz große, tolle Geschichte. So. Ich hoffe, die Folgenlänge hat jetzt eine vernünftige Länge. Das kann ich, wie gesagt, nur abschätzen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, bye bye und tschüssi.